Beim nächsten Rettungseinsatz von Phil Funke und seinem Team stößt vor allem Sanitäterin Marion Fröhlich an ihre persönlichen Grenzen. Eine Entscheidung zwischen Lebensrettung oder Eigenschutz. Leitstelle Köln? Hallo, mein Name ist Christa Tillmann. Können Sie bitte jemanden vorbeischicken? Ich habe meinen Sohn vor der Haustür gefunden. Er ist bewusstlos. Frau Tillmann, wo befinden Sie sich? Wir wohnen Eulenweg 4. Was genau passiert ist, wissen Sie nicht? Nein. Alles klar, wir schicken jemanden vorbei. Bitte bleiben Sie vor Ort, Sie können jetzt auflegen. Als das Rettungsteam am Einsatzort eintrifft, ist der Sohn der Melderin immer noch bewusstlos. Keiner rechnet damit, dass ganz in der Nähe ein weiteres Familienmitglied in Not ist. Hallo, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Sohn so, genau so wie er jetzt nach hier sucht. Kannst du mich hören? Ich bin jetzt nicht bewegt. Hi. Mach die Augen auf. Ja, so ein bisschen stöhnt er. Was ist passiert? Hat hier ein bisschen Kotze im Gesicht. Ja. Hat hier ein bisschen Blut unten drunter. Ja, lass ihn mal auf die vorsichtig rumdrehen. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Ja, genau, so lag er da und nichts bewegt. Ich habe keine Ahnung, was das könnte mit ihm sein. Da schauen wir jetzt mal nach. Der Notarzt ist ja da. Hat er irgendwo gearbeitet? Weil er hat ganz ölige Hände. Der hat hier eine Platzwunde am Kopf. Lass uns ihn mal vorsichtig umdrehen. Das ist Mechatroniker. Also, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass er schmutzige Hände hat. Unser Patient hatte auch noch ziemlich viel Erbrochenes am T-Shirt. Da muss man jetzt zwei Sachen, ich sag mal, eruieren. Entweder kommt das Erbrochene nach dem Sturz durch eine Gehirnerschütterung, was auch nichts Ungewöhnliches wäre. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass er vorher gebrochen hat und das Ganze mit den Sturz nachher verursacht hat. Nee, kannst du uns hören? Kümmern sich gerade drum. Okay, so ganz. Ja? Wie heißt ihr Sohn? Nico. Nico, wir sind bei dir, ne? Nein, da ist Allergien. Aber ich habe hier ein leichtes Augenflimmern. Da kommt hallo, Nico. Okay, alles ist Ihnen irgendwas aufgefallen in letzter Zeit? Was sagt die Sättigung? Nicht, was ich wüsste. Er schraubt halt unheimlich gerne an Autos. Das ist aber auch das Einzige, was er hat. Leichte Regung habe ich hier drin. Okay, gut. Aber sonst nichts? Nein, nichts dergleichen. Die sind auch absolut clean, meine Jungs. Also weder Drogen noch sonst irgendwas. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. Das sage ich mal dem Notarzt, ja? In Ordnung. Phil? Keine Vorerkrankungen bekannt, keine Medikamente, keine Allergien. Okay. Mechatronika ist sonst auch gar nicht auffällig gewesen in letzter Zeit. Also kerngesund. Aber ich habe irgendwas von die Jungs gehört. Die Jungs? Die Zweiter? Jungs? Die Jungs? Ja, ja, mein Großer ist ebenfalls Mechatroniker. Sind die im gleichen Betrieb? Die sind im gleichen Betrieb. Und wo ist er? Der Große, der hat mir vorhin eine SMS geschrieben, dass er noch zu Pommesbude wollte. Der ist unterwegs. Alles klar. Alles gut. So, Marion, hast du die Krankenversichertenkarte? Dankeschön. Oh, später nicht den Kopf bewegen. Soll ich dich mal Nico. Nico. Hey. Hörst du mich? Die Ursache von solchen Unfällen ist natürlich immer schön zu wissen und natürlich möchten wir die auch gerne wissen. Aber man muss auch sagen, dass Ursachenforschung nicht unbedingt im Fokus bei uns steht, weil wir oft auch erstmal nur die Symptome behandeln und eine Ursache auch dann noch in Erfahrung gebracht werden kann, wenn Patienten wieder zu sich kommen. Wenn der Patient also bewusstlos ist oder nicht mehr richtig atmet, dann müssen wir uns erstmal darum kümmern, bevor wir noch viel weiter auf diese Ursachenforschung eingehen. Hey, guten Morgen. Nicht erschrecken, wir sind vom Rettungsdienst. Was ist denn passiert, Nico? Ich war mit Peter in seinem Auto und dann, wir haben Musik gehört über seine Boxen. Und auf einmal wurde mir dann irgendwie schwindelig und ich wollte rein auf Toilette, aber habe mich, glaube ich, vorher schon... Dir ist schwindelig geworden? Ja, im Auto, ja. Im Auto. Und dann habe ich mich hier draußen irgendwie übergeben. Ja. Und dann, mir ging es dann auch schon besser, aber ich wollte trotzdem auf... Okay. Toilette. Ja. Also als du rausgegangen bist, ging es dir wieder besser aus dem Auto? Nachdem ich mich übergeben hatte. Okay. Was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, ist, der Peter ist dann im Auto geblieben. Ja, der wollte auf mich warten oder so. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Das weißt du nicht mehr so genau. Und der Peter sitzt noch im Auto. Ich weiß nicht. Ich warum kommt der nicht gucken? Wo ist denn das Auto? Wo ist das Auto? Das steht hier runter, die Einfahrt. Das hat uns alarmiert. Er hat lange gewartet. Er muss uns gehört haben. Wir hatten ja den Alarm an. Warum kommt er nicht gucken, was los ist? Wir haben uns große Sorgen gemacht und haben angefangen, ihn zu suchen. Wo ist denn das Auto? Wir müssen da sonst irgendwo mal gucken. In der Einfahrt. Das kann ja nur unten im Hof stehen. Sie kennen sich dort ja steht aus, ne? Ja. Gehst du kurz gucken, Marion? Ich gehe gucken. Ich nehme den Rucksack mit.
läuft mal das einmal. Eichhörnchen. Schaffst du es mit uns zusammen aufzustehen? Ja, ne? Geh mal hin, ne? Ich habe meinen Rucksack schon mal mitgenommen, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Ja, und so war es dann auch. Marion Fröhlich und die besorgte Mutter sind alarmiert. Tatsächlich steht der Wagen, den der in England lebende Vater seinen Söhnen geschenkt hat, im Hof. Aber wo ist der Bruder? Das ist das Auto? Das ist das Auto, ja. Peter? Peter! Ach, Peter, so, können Sie ganz schnell hochrennen und meinem Kollegen Bescheid sagen, dass der Peter bewusstlos im Auto ist? Bitte, ist dringend. Rufen Sie meine Kollegen, er wäre bewusstlos. Oh mein Gott. Einmal rum. Wulzhammer. Peter! Peter! Komm mal zu dir! Peter! Oh, das Auto stinkt wie Sau. Die Situation hat mich an meine Grenzen gebracht. Ich hatte einen bewusstlosen Menschen im Auto, der gerade noch Puls hatte. Und als ich ihn rausziehen wollte, habe ich gemerkt und gerochen, dass irgendeine Substanz, irgendein Gas in dem Auto war. Ich merkte auch sofort, dass mir selber schwindelig wurde. Ich musste auf meinen Eigenschutz Rücksicht nehmen. Ich konnte ja schlecht einfach die Tür zuknallen und den jungen Mann da sitzen lassen. Wir müssen ihn ganz schnell raus, denn das Auto stinkt wie Sau. Er ist bewusstlos. Ich Puls habe ich. CO, nee, nicht nach CO. Irgendwie ja, ganz raus, komisch. Raus. Was? Was? Warte, ich hab fest. Oh, Scheiße. Fertig? Ich hab nur ein Bein. Und raus. Ja. Komm weg, komm raus. Weg, 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 weg. Was riecht das so süß? Komisch, ne? Was ist das für ein Geruch? Ja. Peter! Hallo. Lassen Sie uns mal machen. Ich weiß, das ist jetzt schwer. Ja. Okay, Atmung vorne. Was ist passiert? Kannst du mich hören? Florian Köln fürs 1 NF1 bitte kommen. Wir mussten an der Einsatzstelle auch die Feuerwehr hinzuziehen. Wir nennen so etwas dann erstmal T1 Gasgeruch, weil wir wussten ja nicht, was ist es für ein Stoff, aber wir haben halt riechen können, dass es sich um irgendetwas Gasförmiges handelt oder etwas, was zumindest ausdünstet. Und die Feuerwehr muss diese Gefahrenstelle beseitigen, bevor sich noch mehr Menschen verletzen. Hier ist richtig Gefahr in Verzug. Ist das sein Auto? Ja. Mach bloß die Tür nicht auf, Franco, ey. Bin da. Alles klar. Alles klar. Alles klar, heißt? Ja. Gas. Was für Gas? Ja, was für Gas? Lachgas. 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 Ja, das ist erklärt die Narkose. Kenn ich doch. Wie ist die Sättigung? Wie ist die Sättigung? Okay. Leitstelle Köln, 1 MF1, bitte kommen. Die Leitstelle Köln, kommt. Die Mutterleistung. Ja, bei dem T1-Gasgeruch handelt es sich um Lachgas. Warte mal ganz kurz. Piekst einmal. Das war für uns dann eigentlich sehr klar. Diese Lachgaseinspritzung, die erstmal schon illegal ist, muss irgendwie defekt gewesen sein. Das Lachgas ist im Auto verteilt worden. Unsere beiden Patienten haben es eingeatmet. Ja, und das hat dann die Symptome ausgelöst. Wie schlimm ist das mit Lachgas? Beziehungsweise Lachgas ist im Moment, es kommt auf die Menge an, ne? Ja. Lachgas nutzt man ja auch für Narkose beim Zahnarzt, ja. Vielleicht schon mal von gehört, ne? Das wird auf jeden Fall erklären, warum er so ein bisschen noch so weggetreten ist, wie bei so einer Narkose. Hast du der Feuerwehr gesagt, PKW, geschlossener Raum, zwei Pullen. Peter, erstmal ja, zwei Pullen habe ich jetzt nicht gesagt, nur dass es sich um Lachgas handelt und der PKW im Freien steht. Okay, alles klar. Aber was ist mit Nico? Nico ist schon okay. Aber doch, ich den Kleber auf die Einwände. Den haben wir schon gefunden, dein Bruder. Infusion, komm, Hauptsache, ihm geht's gut. Mensch, was macht ihr denn? Dem Nico geht's gut. Ach, Gott sei Dank. Alles wird gut, ja? Aber die Sauerstoffsättigung im Blut des älteren Bruders ist immer noch zu niedrig. Zudem kann sich keiner erklären, was es mit der Konstruktion aus Lachgasflaschen im Kofferraum auf sich hat. Nico ist abgeholt worden. Die Karin kommt jetzt runter, bringt direkt die nächste Trage mit. Sie können mir wieder helfen, okay? Ja, natürlich, sehr gerne. Super, machen Sie das. Peter, alles gut. Versuch mal tief Luft zu holen, damit das Lachgas aus deinem Körper rauskommt. Haben wir ein bisschen Sauerstoff hier? Ja, kommt. Kommt jetzt alles mit der Karin noch? Kommt Karin? Ja. Karin, das ist gut, dass du kommst. Karin, hast du Sauerstoff dabei? Sehr gut. Gehen Sie mir mal den Beutel nach, bitte. Sättigung ist jetzt bei 90 weiter steigen. Sehr gut. Wie war nochmal dein Peter. Name? Peter, jetzt hören wir mal ganz kurz zu. Ja. Im Innenraum war jetzt alles voller Lachgas. Hast du das gemerkt? Nee, also ich war irgendwie auf einmal weg. Ich weiß es nicht. Also wir haben diese Anlage zwar eingebaut, aber gemerkt habe ich davon überhaupt nichts. Okay, bei dem guten Zeug, ne? Das auf jeden Fall. Warum baut man sowas ins Auto ein? Das ist eine Einspritzung, ja? Kannst du mir auch erklären? Ja, wir wollten die Motorleistung aufputschen. Ach, das macht man mit Lachgas? Ja, wollten mal Autorennteil ziehen. Aber du, Peter. Dir ist schon klar, was Lachgas macht, wofür man Lachgas sonst benutzt, ne? Das benutzt man für Narkosen. Mein Chef hat mal gesagt, dass man das auch für die Motor
Ja, das funktioniert auch, aber das ist hochgradig gefährlich und auch wie man sieht. Ja, Peter, du siehst ja gerade, was mit dir los ist. Wenn sie jetzt nicht nach Hause gekommen wäre und hätte da länger gelegen, ihn hätten wir auch nicht gefunden. Das ist wirklich nicht ungefährlich. Aber lass ihn vielleicht mal aufsetzen. Macht sowas los, nie wieder, Jungs. Mal mit ein bisschen Hilfe hochzukommen. Wir haben jetzt einen Blutdruck 150, dass wir dich mal in Wallung wieder kriegen. Die Prognose für unsere Patienten ist jetzt überhaupt nicht schlecht. Sie sind beide wieder zu sich gekommen. Sie haben zwar eine ordentliche Ladung Lachgas abgekriegt. Und Lachgas nutzt man ja zum Beispiel in der Zahnheilkunde, kann man das immer noch für so kleinere Narkosen benutzen. Aber sie sind jetzt raus aus dieser Situation, kriegen wieder Sauerstoff, kommen langsam wieder zu sich. Das heißt, diese narkotisierende Wirkung des Lachgases wird wieder abnehmen. Und dann werden die beiden auch sehr schnell das Krankenhaus wieder verlassen können. Jetzt wird aber noch die Feuerwehr kommen. Wir sind unterwegs. Es wird auch sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, die Polizei muss informiert werden. Okay. Ja, weil wir haben hier eine Sache, die nicht legal ist. Aber ne, kümmern Sie sich erstmal um Ihren Sohn. Ist denn noch jemand anders zu Hause? Nein, wir drei sind. Gut, meine Kollegin wird Sie gleich mitnehmen, aber warten Sie mit meiner Kollegin auf die anderen Kollegen der Feuerwehr und der Polizei. Okay? Alles gut? Wird schon, ne? Okay? Alles gut. Nach zwei Tagen konnten die Brüder das Krankenhaus wieder verlassen. Die Analyse durch die Feuerwehr hat bestätigt, dass tatsächlich durch einen Montagefehler Lachgas aus der selbstgebauten Einspritzanlage ausgetreten war. Weil sie rechtzeitig gerettet wurden, werden die beiden Jungen ohne Folgeschäden genesen.